Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen des christlichen Zentrums in Stuttgart. Ich darf euch heute den Mittwochsimpuls präsentieren und möchte euch ein wenig in meine Gedanken mit hineinnehmen. Am letzten Sonntag haben wir Pfingsten als Gemeinde gefeiert, den Geburtstag der Gemeinde. Wie passend, dass wir nach 12 Wochen endlich wieder uns auch physisch begegnen durften, mit Abstand und mit Masken und nach vielen Regeln, aber es tut gut, wieder zusammenzukommen. In den vergangenen Wochen haben viele von euch sicher viele neue Erfahrungen gemacht, haben vielleicht auch neue digitale Formate ausprobiert. So auch ich. Ich habe mir auch Gottesdienste von anderen Gemeinden angeschaut in dieser Zeit und es war eine Bereicherung für mich, weil ich dort auch ganz neue Dinge erfahren habe. Besonders hat mich ein Lied dabei angesprochen, das die Hillsong-Gemeinde, diese Bewegung kommt ja auch aus Australien. Das ist ein Lied, was sie 2019 veröffentlicht haben. Es heißt, There is another in the fire. Da ist noch ein anderer im Feuer. Und in dem Refrain dieses Liedes heißt es, es gibt noch einen anderen, der in dem Feuer steht. Und er steht neben mir. Es gibt noch einen anderen, der im Wasser ist und der die Fluten zurückhält. Mich hat dieses Wort so sehr angesprochen, weil es auf biblischen Motiven basiert und so gut in diese heutige Situation passt. Das zweite Bild ist vielleicht bekannter. Da geht es um die Durchquerung des Schilfmeers, wo ja die Wassermassen an der Seite standen und das Volk Israel durchgezogen ist. Das dürften die meisten kennen. Aber die erste Stelle, die hat mich besonders angesprochen. Da ist jemand anderes im Feuer und er steht direkt neben mir. Das basiert auch auf einer Begebenheit aus dem Alten Testament. Da geht es ganz kurz zusammengefasst darum, ein König hat eine goldene Statue errichten lassen und sagt, alle Leute sollen dorthin kommen und diese Statue anbeten und sich vor ihr niederwerfen. Das ist das Gesetz dieses Landes. Dort finden sich aber 3 junge Männer, die diesem Gesetz nicht Folge leisten, denn sie glauben an den Gott des Himmels, sie sind Juden und sie wollen keine anderen Götter anbeten. Sie wollen ihrem Glauben treu bleiben, koste es, was es wolle. Der König erfährt von ihrer Rebellion und die Strafe folgt auf dem Fuße. Er lässt sie in diesen Feuerofen werfen. Die Männer wissen nicht, was passieren wird. Sie sind ihrem Glauben treu geblieben und sie glauben, dass ihr Gott zu allem in der Lage ist. Aber sie wissen nicht, was jetzt passieren wird. Und interessanterweise ist es der König, der jetzt eine Beobachtung macht, mit der er nicht gerechnet hat. Und da heißt es in Daniel 3, Vers 25, und der König sagte, siehe, ich sehe 4 Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des 4. Mannes gleicht dem eines Sohnes der Götter. Am Anfang hatten wir 3 Männer und auf einmal sind da 4. Wo kommt der 4. Mann daher? Ich finde interessant, dass er beschrieben wird als ein Sohn der Götter. Im Neuen Testament finden wir den Begriff des Gottessohns, des Messias wieder. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier Jesus schon auch im Alten Testament einen Auftritt hatte, dass er diesen Männern beigestanden ist. Aber auch wenn es ein Engel gewesen sein sollte, das ist im Grunde auch nicht entscheidend, was es genau jetzt damit auf sich hat. Entscheidend ist, dass Gott sich zu seinen Leuten stellt. Er belohnt ihren Glauben und ihr Vertrauen und sagt ihnen, ich bin bei euch, ich bin mitten in dieser furchtbaren Situation. Ich habe eure Treue, ich habe eure Ausdauer, ich habe eure Leidenschaft gesehen und ich stehe mit euch da drin.
Und interessanterweise kann das Feuer, was sie vernichten sollte, nur ihnen die Fesseln lösen. Die Fesseln, mit denen sie gebunden waren, die sind verbrannt. Aber an ihrer Kleidung, an ihren Haaren, nichts davon hat in irgendeiner Weise Schaden genommen. Sie sind frei. Sie gehen dort umher, als wenn sie einen Spaziergang machen würden, obwohl menschlich gesehen sie gar nicht mehr am Leben sein dürften. Aber man hört keine Schreie von ihnen, man hört überhaupt nichts von ihnen. Das Feuer prasselt einfach nur laut weiter. Und der König ist völlig vor den Kopf gestoßen. Damit hat er nicht gerechnet. Mich begeistert an dieser Bibelstelle, dass diese drei jungen Männer Gott so sehr vertraut haben, dass sie alles in Kauf genommen haben, um ihren Glauben nicht verraten zu müssen. Sie sind ihren Prinzipien treu geblieben, auch in sehr schwierigen Zeiten und wo ein hoher Preis von ihnen verlangt wurde. Ich denke, das kann man nicht nur auf Verfolgung übertragen, dass Jesus uns beisteht in jeder Not, dass er jede Situation auch selber erlebt hat, dass er das nachempfinden kann, was wir für eine Angst haben, was wir für einen Schmerz empfinden, wo wir Bedrohungen uns gegenüber sehen. Das ist für Gott nichts Ungewohntes, das ist nichts Neues. Aber es ist ihm auch nicht egal, sondern er nimmt Anteil an dem, was wir erleben, Tag für Tag. Und ich glaube, diese Corona-Zeit hat auch viele von uns unverschuldet getroffen. Nein, sie hat alle unverschuldet getroffen. Aber auch unerwartet, bedrohlich, mit einer großen Ungewissheit verbunden. Jeder muss selber austarieren, wie er damit umgeht, wen er besucht, wo er sich aufhält, was er planen kann und was nicht. Es ist eine große Verunsicherung da eingekehrt, aber unsere Prinzipien, unsere Werte, was uns wichtig ist, woran wir festhalten wollen. Diese Frage hat sich neu gestellt in den vergangenen Wochen und Monaten. Und vielleicht ist auch euch manches ganz neu wichtig geworden. Manche Beziehung, manche Aktivitäten und manch anderes ist vielleicht in den Hintergrund geraten, weil es vielleicht doch gar nicht so wichtig war in dieser Zeit, vielleicht auch für die Zukunft. Ich bin einfach dankbar, dass ich mit diesem Vertrauen auch in die Zukunft gehen kann, dass egal was passiert, Gott neben mir steht. Dass das kein Betriebsunfall ist oder ein großer Irrtum oder so, sondern dass ich weiß, was auch kommt, Gott wird neben mir stehen. Ich kann mich auf ihn verlassen und ich habe in ihm eine Hoffnung, die über dieses Leben und selbst über den Tod weit hinaus reicht. Und dieser Refrain endet dann in einer Aussage, mit der ich gerne das beenden möchte. Und dort heißt es, und sollte ich jemals vergessen, was für eine Macht mich freigesetzt hat aus diesem Feuer, dann gibt es da ein Grab, das keinen Leichnam mehr enthält. Und diese Kraft, die vom Tod zum Leben auferweckt hat, diese Kraft lebt nun in mir. Das ist der Heilige Geist. Das ist das, was an Pfingsten wir feiern, dass Gott in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Diese Hoffnung darf uns weitertragen, auch wenn wir uns jetzt wieder sehen dürfen. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du weißt, wie heiß, wie schrecklich, wie verzehrend das Feuer ist, was wir gerade erleben, jeder für sich und wir auch alle als Gesellschaft. Und ich danke dir umso mehr, dass du neben uns stehst. Du bist kein Zuschauer und dir ist das nicht egal. Du spürst, wie es uns geht. Du siehst unsere Gedanken und unsere Gefühle, unsere Ängste und unsere Sorgen. Und ich danke dir, Herr, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Ich danke dir, dass du regierst, dass du alle Macht hast und dass wir dir vertrauen können, dass du
es gut mit uns machen wirst. Es lohnt sich, dir zu vertrauen. Es lohnt sich, an dir festzuhalten. Ich danke dir, dass du kommst, dass du bei uns bist und dass du bei uns bleibst. Danke, dass wir bei dir eine ewige Zukunft, ein Leben in Fülle und ohne Grenzen führen dürfen. Amen.